Servus Freunde, willkommen zurück hier auf der Old Streams Map. Wieder mit an Bord ist der Steffen. Hallo. So, Steffen hat was feines Kauf. Ich fahre das gerade mal bei der Händler hole. Und zwar wollen wir jetzt mal langsam drauf gehen, ein Vieh am Mischfutter zu geben. Kraftfutter. Dass wir richtig geile Milch kriegen. Nur das Beste für die Besten, ne? Ja, richtig wie Pelzer Bauermilch. Ja. Genau. So muss das. So, da steht das gute Ding. Als Alternative zum richtigen Futtermischwar haben wir das Ding jetzt reingenommen. Das Ding kostet nämlich nicht 11.000 oder 12.000 und der Futtermischwar kostet 40. Ich hab mir den A, aber. Ist ein kleiner Unterschied. Ne? Ich glaube, wir haben jetzt schon so lange alles gemietet, dass wir gar keine Vorstellungen mehr haben. Ja. Immer nur Miete, 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 deswegen haben wir jetzt gerade mit dem Mietmod auch nicht drin. Ah, ja. Ist noch jemand glücklich, dass wir den Mietmod raushauen? So, probieren wir das Ding nochmal aus. Ich weiß gar nicht, wie das Ding richtig funktioniert da. Oh, mich nicht, wie das funktioniert hat. Wenn ich jetzt rausfinde. So. Belastungszylinder. N. Aha. Ladearm ist B. Mhm. So. Ja, fahren wir mal. Becker, stehe ich aber vergeht. Muss ich so holen. Das Ding selber noch nicht. Was ist da? Ah, wurde Steffen quer durchgeschossen, jawohl. Absetzen. Ach, mal, und dann ziehen wir das Ding mal quer über den schäg geplasterten Hof. So, und nun? Ladearm wahrscheinlich schließen, ne? Oh, 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 aber ey. Ey, gib mir wieder alles. Nur nicht das, was es machen soll. So. Jetzt haben wir aber die Balle. So. Da müssen wir, glaube ich, N-Trigger. Und jetzt hat E. Das sieht doch mal gut aus. Einer. Ja, jetzt steht aber natürlich die Grasballe kacke, ne? Das ist kein Problem, wir haben ja Frontlader. Frontlader. Jeder gute Hof hat, ne? Der sollte zumindest. Ja. So, wie war das? N und dann auf B. Ah, ist langsam ein Trick aus. Zack. Ja, eigentlich auch nur noch bei, ich wohne ja gar nicht da. Du wohnst auf dem Schänehof nicht? Nee. Weißt schon, wie so ein Land ist, das gibt nur unethische Gerüchte. Ja, ja. Das stimmt. Shit, er müsste vielleicht noch ein bisschen nur hinziehen. Jetzt schon von selber weggerollt. Ja. Hart.
Na gut, oder dann hebst du mir einfach drauf, ist egal. Kannst du auch. Ja. Einfach nur drauf gefahren, glaube ich, das geht auch. Hauptsache er hat eine. Einfach hin aufs Blaue drauf und feier frei. Zack! Funktioniert. Da. Und jetzt fahren wir mal bei die Lamus. Ach. So, kann die Kuh Elsa mal ordentlich rinhauen. Wo ist es? Ah, da. Warum ich komme da halt raus? Mal schon. Jawohl. Oh, keiner mal ist. Gott sei Dank haben wir keiner. So. Jetzt haben sie mal genug Futter, würde ich so. Ja, ich wollte eigentlich alle rennen. Da habe ich alle rausgefahren. Ach so. Ja, da haben wir wünschen so ein bisschen drin. Ja, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt so viel hinmachen kannst. Wir haben nur 30 Ki. Sind noch nichts drin, Heiko. 12.000 Lass Liter. uns. Jeder Baller hat 4.000. So, ja, stimmt, ja. Okay. Aber brauchst du jetzt gerade Frontlader? Ist erstmal Tanke gehen, weil jetzt gar nicht. Okay. Und dann Nee, würde ich ich brauche nämlich nicht. gerade nehmen und würde nochmal versuchen, zwei oder drei Palette wegzufahren. Ah. Ja, gerade durch gerade die. Vorhin habe ich 5 Minuten Brauchst schon hin? die scheiß Gabel durchgesucht, ey. Die war da in der Halle. Nix. Ja, das war mir dann auch bewusst, nur der mich 5 Mal wer im Hof hin und her gerannt bin. Ah. Na gut, wer sucht, der findet, ne? Ja. Also. Ja. So, Mädels. Jetzt fahren wir nochmal gucken, ob wir da was aufgeladen kriegen. Auf ein neues. Das Gewicht steht hier noch dort, oder? Nee, das ist da unterm Shop. Da wo die Maschine steht. Unser Judith gewischt. Frisch gekauft. Und dann fahren wir mal schnell nur von die Kompostanlage. Und dann versuchen wir es nochmal. Unser Glück. Weil ich habe mir jetzt andere Palettegabel gehabt. Mit der hat das Gächten, die Probe hat ganz gut ausgesehen. Und dann fahren wir vielleicht gerade noch drei Boxen weg. Weil der V2 ist jetzt da auch Fußgängerverkehr, auch nicht schlecht. Ein bisschen Leben in die Boot kommt. Y. So, jetzt geht's. Jetzt müsste das funktionieren.
kein Baller, aber fast, ne? Was dann? Also steht bei der Kompostkiste steht Balle löse. Ist es zwar nicht, aber. Geht raus wie Butter. Einwandfrei. Also mit der Palettekabel haben wir uns definitiv was Gutes getan. Ey. Na, ganz drauf gestanden. So Palette. So, und dann ziehen wir den, ich gerade sah, da die runter, die ist voll. 5000 Liter drin. Ey, Doppelhalber. Gehen zwar eigentlich, wenn wir jetzt denken, wir zwei drauf. Aber. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier die dritte noch drauf kriege oder ob ich wohl den Hänger wegziehen lassen muss. Mann, es funktioniert. Ist halt mit Kiste verladen, mache ich besser außer Aussicht. In Ansicht funktioniert gar nicht. Guckt euch an, wie das funktioniert. Prima. Ich gerade sagen, fahren wir die noch schnell verkaufen. Ach Gott, wie ich deine Hofte rückwärts zum Drehschemel rausfahre. Ich sage, irgendwann bin ich noch Drehschemel-Experte. Oh, Screenshot, hä? Oh, was machst denn du gerade? Jetzt ein bisschen lauter gemacht. Ah. Ich mehr so leise. Da, 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 da. Da bin ich gestern mit dem MB-Truck rumgeschlittert und dann die ganze Kiste verloren. Haben wir auch noch ein Gästefeld, wo wir. Stimmt. Das habe ich gar nicht gedacht. Ja, nicht. Deshalb lasse ich den Bulldog jetzt mal stehen und hol die Dresche. Wo
wohl gerade Hänge ausgehen. Ja, und dann können wir doch gerade auch wieder Ablach machen und wegfahren. Ah, ihr Baller. Balle? Ach so, jo, der. Weil Strohballe haben wir jetzt eigentlich noch. Ja, stimmt, ja, ja. So, und dann fahren wir mal da drüber. Und da, wenn man sieht, der zieht die direkt drin. Ich muss also gar nicht groß abladen mit einer Kiste Ense. Zack, zack, Kiste weg. Kohle ist drauf. Einwandfrei, diesmal hat alles geklappt. Und dann würde ich sagen, jetzt wo es so schön war, wenn es am schönsten ist, sollen wir aufhören. Bedanke ich mich bei allen fürs Zusehen. Freue mich, dass wir wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Rinhaue. Tschüss. Tschüss.